Für die ehemalige P8 aus Rumänien ist heute ein besonderer Tag. In ein paar Stunden soll sie einen Zug in einer Parallelfahrt über den Schwarzwald ziehen. Das Ruhefeuer ist schon in der Feuerbüchse und leise schnurrt sie vor sich hin. Meister Eder ist auch schon dabei, das Fahrwerk der P8 zu überprüfen. Kurze Zeit später ist sie fahrbereit. Laut dampfend begibt sie sich im Schritttempo zu dem Wagenpark. Die Strecke von Rottweil nach dem Startpunkt der Parallelfahrt nach Hausach wird sie mit dem Tender voraus ausführen, damit die Parallelfahrt mit der Rauchkammer voraus erfolgen kann. Ja. Zu unserem Erstaunen erscheint die V100 und wir befürchten schon, dass eine der vorgesehenen Dampflokomotiven für die heutige Sonderfahrt ausgefallen ist. Kurze Zeit später startet die V100 als Vorspannlok zusammen mit der P8 und drei Personenwagen in Richtung Hausach. Da wird ganz schön dampfen, ja. Inzwischen haben wir auch den Grund für den roten Vorspann erfahren. Gestern war die P8 auf der Zollernbahn unterwegs und da ging das Zugsicherungssystem kaputt. Darum ist die rote an der Spitze, damit der Zug ein funktionstüchtiges Zugsicherungssystem besitzt. Die Fahrt der P8 auf der Zollernbahn ist das Thema in unserem nächsten Film. Wir lassen den Zug noch an uns vorbeiziehen und wechseln danach unseren Filmstandort nach Hausach. Kaum in Hausach angekommen, fährt der zweite Zug für die bevorstehende Parallelfahrt aus Offenburg mit der 01 in den Bahnhof ein. Auf der Gegenseite fährt gleichzeitig der Sonderzug aus Rottweil auf Gleis 2. Jetzt warten wir nur noch auf den dritten Zug, bespannt mit der 052 75 96. Dieser soll aber erst in etwa einer Stunde eintreffen. Darum haben wir noch etwas Zeit, uns die 01er etwas genauer anzusehen. Will man den Schwarzwald mit 20 Promille Steigung, 35 Kilometer Wegstrecke und einen Höhenunterschied von 560 Meter von Hausach bis St. Georgen bezwingen, benötigt man eine Menge Wasser zum Dampfkochen. Darum ist es ratsam, den Tender vorher randvoll zu füllen. Diese Maßnahme gilt für die 01 sowie für die P8. Da es für Dampflokomotiven
keine Versorgungseinrichtungen wie zum Beispiel einen Wasserkranen gibt, kann das Wasserfassen zum Problem werden. Wie wir hier sehen, kann eine widerspenstige Abdeckung einen altgedienten Eisenbahnfreund zur Verzweiflung bringen. Ja, Gott sei Dank. Jawohl. Wir verlassen unsere zwei Wassermänner, denn die 052 75 96 ist im Anmarsch. Gestartet ist sie heute Morgen in Tübingen und fährt jetzt gerade aus Wolfach heraus in Richtung Hausach. Kurze Zeit später taucht sie in Hausach auf und es scheint, als würde sie mit dem ICE schon mal die Parallelfahrt üben. Wir wechseln unseren Filmstandpunkt und verlegen ihn in den Schwarzwald, denn pünktlich um 13.30 Uhr wird die Parallelfahrt beginnen.
Hier an dieser Stelle lassen wir die 01 weiterziehen, da die 052 7596 noch vor dem Obergießtunnel steht und auf die Weiterfahrt wartet. Thank you.